Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi, das ein sehr reiches Land geworden ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin jetzt wieder in der ersten Folge einer neuen Aufnahmesession und ich muss mal schauen, wo wir stehen geblieben sind, was als nächstes ansteht. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wollten wir nochmal etwas Zeit verstreichen lassen, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Sonic, du bist der Zweite im Chat heute. Aber früh dabei auf jeden Fall. Die Bestattung wird in. Da ist ein Gewerkschaftsvorsitzender verstorben. Expandieren? Nee, expandieren wollen wir hier nicht. Wir wollen das Land in seiner jetzigen Größe, zu wirtschaftlicher Größe und was weiß ich, und Reichtum führen. Naja, hauptsächlich erstmal die Leute irgendwie glücklich machen, ne? Sie fragen, wie man das ein bisschen hinkriegt. Aber wir sind in der Rangliste ziemlich weit nach oben gekommen. Was aber einen ganz einfachen Grund hat, dass ich aus Versehen mit komischen Aktionen den Rest der Welt sehr unglücklich gemacht habe. Dass wir hier Steuern angehoben haben, also das ist mir ja neulich erst aufgefallen, ne? Wir haben wir haben Steuern angehoben, mit dem Geld haben wir die Wirtschaft subventioniert und durch unsere krasse Wirtschaftssubvention im eigenen Land haben wir quasi dem Rest der Welt, kann man sagen, die Arbeitsplätze weggenommen. Das war so natürlich nicht geplant. Jetzt hat Deutschland zum Beispiel 70% Arbeitslose. Hoppala. Die terroristische Organisation. So. Dann lass mich doch nochmal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Also wie gesagt, ne, 2 Wochen habe ich jetzt nicht aufgenommen. Habe letzte Woche die Zeit genutzt, um an meiner Hausarbeit zu schreiben. Mit der bin ich dann glücklicherweise auch recht zügig fertig geworden. Das hat sich also gelohnt. Also zügig heißt, am nächsten Tag war sie dann fertig, nachdem ich ausgesetzt habe. Und ja, ich glaube, wir waren das stärkste Land der Welt von der Wirtschaft her, wenn mich nicht alles täuscht. Wow, wir haben Aufstand gekriegt. Ach so, wir haben ja Stromprobleme. Das habe ich auch ganz vergessen. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Hier wird jetzt genau Stromknappheit. Müssen wir auch im Auge behalten. Leute. Ich schicke einfach mal Leute raus. So, lasst mal die Zeit weiterlaufen. Ich kümmere mich da später nochmal drum. Hallo Malginius, schönen guten Abend. Ja, hinter mir ist eine LGBTQ-Flagge, das stimmt. Was wollte ich denn? Achso, wir haben ein hohes Verteidigungsbudget, stimmt. Ich habe sehr viel Geld für Kommandotruppen ausgegeben. Das heißt, wenn man mal Krieg führen wollte, würde das wohl ganz gut gehen. Was hier mit dem Gehalt passiert, weiß ich auch nicht. Ich wollte mir die wirtschaftliche Situation nochmal angucken, von unserem BIP her. Die Zahl an sich sagt natürlich wenig aus, weil wir haben auch noch mit Burundi-Franc eine sehr schwache Währung. Aber ich meine, wir wären da sehr stark unterwegs. Klicken wir noch auf die USA. Ja, wir sind noch stärker als die USA. Aber das könnte schwierig sein, weil... Gut, die USA haben schon 76% Inflation, aber wir haben einfach 1465% Inflation. Und das ist halt auch sowas, was ich gerne runterbringen würde. Aber das dauert halt. Das ist halt gerade das Problem. So, oh, Agent nicht geschützt. Lebt er noch? Oder habe ich das schon verpennt? Meistens, wenn die Nachricht kommt, ist es schon zu spät. Moment, ich wollte auf Geheimdienst klicken. Ungültig, da ist keiner drin. Bestimmt ermordet worden. Ja.
Da habe ich was verpennt. Schade. Gut, ne, auch wenn man die Zeit durchlaufen lässt, kann sowas natürlich passieren. Verringerung des Glücks. Na schön. Achso, jetzt wollte ich nochmal in die Energie reinschauen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Immer wenn die Kraftwerke fertig werden, muss ich neue bauen. Und die sind fertig. Oder was? Ja. Wir müssen schnell neue bauen. Wie viele waren das? Achso, Moment hier. Das hochschrauben. Da bauen wir ein bisschen weniger auf einmal. So. Noch mal ein bisschen hinterher. So. So, eins kann man noch länger bauen, quasi. Wie sieht es denn aus? Wir haben Produktionskapazität von 600 und wir brauchen 2300. Das ist halt, uff. Das wird halt ewig dauern. Das ist halt, ätzend. Und das ist halt sowas, was mich dazu bringt, dass ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Dass ich jetzt nicht nochmal unbedingt das Wachstum halt so beschleunigen möchte. Ach, guck mal, der Aufstand ist zu Ende gegangen und ich eingegriffen habe. Das ist natürlich auch praktisch. Habe ich ganz vergessen, dass der überhaupt da war. So. Danke, Sonic. Was ist deine Meinung zur Meritokratie? Ich habe vergessen, was das heißt. So. So, und jetzt haben wir halt die Situation, ne, dass wir halt erstmal warten, hauptsächlich. Ich kann noch mal gucken, ob wir irgendwas machen können, um uns beliebter zu machen. Irgendwas, was jetzt nicht direkt heißt, dass wir. Moment, der hat 100% Beliebtheit. Der findet uns aber eher so neutral. Kann ich das hinkriegen, dass er uns trotzdem irgendwie lobt oder sowas? Mal schauen. Hallo. Gerne, schwarz und stark. Mit Vergnügen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Mag er mich jetzt? Ja. Ich danke Das Ihnen. findet er auch gut. Mag er mich jetzt richtig? Gut. Kann er Partei Bitte beitreten? eine. Finde ich gut. Mal sehen. Hören Sie, ich denke darüber nach und dann Komisch. Also, was entscheide heißt ich die komisch? Sache. Aber der mag uns. Eigentlich machen die das doch. Hätte ich jetzt gedacht. Ich bedauere, aber wir. Schade. Polarität. War das jetzt? Ja, doch, das müsste der Effekt gewesen sein jetzt gerade. Ja, Presseerklärung, genau. Genau, der hat uns gelobt. Gut. Kannst du Fusionsreaktoren bauen? Weiß ich gar nicht. Kernfusion. Habe ich mich jetzt noch nicht mit auseinandergesetzt, was das genau für uns bedeutet. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wie das sich verhält mit Kernfusion und Atomkraft. Ob das irgendwie vergleichbar ist. Weiß ich gar nicht. Mit Fusionsreaktoren können die Energieproblematik gelöst werden, aber dazu fehlt, glaube ich, noch die Forschung. Also Technologie haben wir sehr viele, eigentlich alle, bis auf eine Technologie haben wir schon alle. Wie war denn das? Produktionskapazität. Wir brauchen 3000 Arbeitskräfte und kriegen 56,2 Produktionskapazität. Interessant. Zählt das denn als erneuerbare Energie?
kenne mich mit Fusion gar nicht aus. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Also es erinnert mich so an Atomkraft. Weiß ich nicht, ob das eine vergleichbare Art von Energie ist, weil wenn das jetzt auch so eine Problematik hat mit der Entsorgung von Atommüll und sowas und dem Risiko von das Atomkraftwerke haben, dann habe ich da ein wenig Lust drauf. Ja gut, wenn es Atomkraft ist, dann lasse ich es lieber. So, Meritokratie bedeutet, dass Menschen mit besonderen Leistungen bzw. Verdiensten führende Positionen in einem Land bekommen. Okay, kann ich mir nichts drunter vorstellen. So, eine Überschwemmung. Kann ich da mal... Jetzt war gerade eine Wahl. Jetzt kann ich da mal... Geld reinstecken. Keine Ahnung, wie viel. Ach doch, eigentlich... Moment, kann ich da unendlich viel? Dann muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel reingebe. Ich weiß aber nicht. Moment, lass dich nochmal neu aufmachen. Ich mach mal so lang bis zum Anschlag hier irgendwie. So. Keine Ahnung, wie viel ich den jetzt geben sollte. Aber schon krass, wie viel Energie das gibt. Diese Fusionsenergie. So, müssen wir denn nicht langsam hier genug Geld gespendet haben? Steht da nochmal, wie viel da gebraucht wird oder so? Da steht... Achso, der Schaden wird noch geschätzt. Okay, verstehe. Wir haben einfach schon mal prophylaktisch das Geld hingeschickt. So, und? Wie sieht's aus? Die von diesen... Ah, ist schon weg, das Ding. Ich glaube, das haben wir dann auch schon... Da haben wir auch schon genug gespendet. Okay, da muss ich jetzt hart überlegen, ob ich Fusionsenergie nutzen möchte oder nicht, weil das ist für schon krass, was das bringt. Müsste ich diese Kraftwerke dann platzieren? Wenn ich jetzt eins bauen, ja, Position, das müsste ich platzieren. Okay. Wasserkraftwerke muss man ja nicht platzieren. So, unsere Arbeitslosigkeit 3%. Die terroristische Organisation ist. Ja. Was wollte ich noch? Wie entwickelt sich unsere Inflation? Das würde mich auch noch interessieren. Die sinkt, das ist schon mal gut. Das sind wie Windräder quasi, musst du auf der Karte platzieren. Mhm. Ich muss mir das wirklich mal überlegen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das doch. Beziehungsweise, nee, es könnte sehr knapp werden auf der Karte vom Platz her. Ich glaube, ich mache es lieber doch nicht, weil wir nicht so viel Platz auf der Karte haben. Da kämen wir nicht weit, wenn man die platzieren muss, auf diesen wenigen Platz. Ich glaube, das ist es nicht wert. Die Bestattung wird in einem... Pflastern wir uns das ganze Land zu. Fusionsreaktoren können nicht explodieren und sie produzieren nur sehr wenig Atomabfälle. Mhm.
Wenn ich ja jetzt 20 von den Dingern bauen müsste, dann wäre ja hier alles zu. Könnte man mit dem Land ja sonst nichts mehr anfangen. Und es gibt schon so viele 3D-Gebäude auf der Karte, dass wir gar nicht mehr nach Europa reinzoomen können, weil die KI da schon so viele Sachen gebaut hat. Allein hier in Afrika ist schon sehr viel gebaut worden. Also, wenn wir noch lang genug spielen, hier, das hat die KI schon alles gebaut. In den ganzen anderen Ländern nebenan. Und nach Europa können wir gar nicht mehr, weil da schon so viele Gebäude stehen. Würde ich jetzt nicht auch noch dazu beitragen, dass wir irgendwann nicht mehr in die Welt reinzoomen können. Unsere wissenschaftliche Achso, habe ich das schon ausgewählt? Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Ist schon beantwortet worden. So, und dann sinkt die Beliebtheit wohl wieder etwas. Aber es ist nicht so schnell, da muss man jetzt nicht so viel unternehmen. Ach, Aufstand wieder. Ja, kein Strom, ich weiß. Dann mache ich es einfach nochmal so wie vorhin, dass ich einfach nur sage, hier Polizei entsenden, ausrücken, dann überlasse ich sie sich selbst. Vorhin hat das auch geklappt. Ich will dann nicht bei jedem Aufstand, die sich so schnell wiederholen, dann immer da drin alles regeln müssen. Wenn die das auch so gebacken kriegen. Ich kann hier nochmal reinschauen. Wie läuft's? Lauf einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend. Dann schauen wir mal. Schicke ich die nochmal hier so durch. Die sollen ja nur die Leute verscheuchen, sollen sie ja nicht abschießen. Kannst du keinen Strom importieren? Ich glaube nicht, oder? Wobei, ich habe es noch nicht probiert, glaube ich. Geht halt nur bei Nachbarländern. Tansania scheint da ziemlich viel zu produzieren. Man könnte mal fragen. Das wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber die werden uns wahrscheinlich auch nicht... Wobei eigentlich, ich glaube, es ist tatsächlich die Mühe nicht mehr nicht wert, weil sie uns nicht so viel geben können, dass wir unseren Bedarf decken können. Weil wir sind ja hier das wirtschaftlich stärkste Land der Welt und dann ist unser Stromverbrauch auch dementsprechend. Ich glaube nicht, dass Tansania uns da so helfen kann, dass es sich wirklich lohnt. Also wir können es ja nur von Nachbarländern beziehen. Ja, genau. Genau, was Perry meint. Es ist die Mühe wahrscheinlich einfach nicht wert. Weil unser Bedarf viel zu groß ist. Das ist schon krass, wie viel mehr Energie hier Fusionsenergie erzeugt gegenüber Wasser. Was sonst immer so der Preis-Leistungs-Tiger war. Nach meinem Kenntnisstand. Also zumindest von diesen Sachen, die von Anfang an verfügbar sind. Und halt Voraussetzung, dass es eben, oder der Voraussetzung, dass es, erneuerbar und sauber ist. Nun gut, ich würde sagen, dann beenden wir mal die Aufnahme der ersten Folge.
Die nächste folgt dann im Anschluss. Ich sage an alle Zuschauer auf YouTube, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.